Herzlich willkommen zum ersten Video auf dem Kanal. Mein Name ist Kevin Klein, ich bin Inhaber und Security Engineer bei Klein Networks. Wir sind IT-Dienstleister aus Fulda und spezialisieren uns auf IT-Sicherheit und IT-Netzwerke. Heute zeige ich euch, wie man eine FortiGate-VM auf einem Proxmox Hypervisor aufsetzt. Ganz kurz zur FortiGate-VM, findet ihr auch alles auf der docs.fortinet.com Seite. Ich werde alle Links und alles, was ich, alle Sachen, die ich verwende, werde ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Die FortiGate VM ist kostenlos, ihr braucht aber einen FortiCare Account. Und ihr dürft auch nur eine FortiGate VM mit einem Account verknüpfen. Wenn ihr mehrere braucht, dann erstellt einfach einen neuen Account. Das ist ganz einfach und auch schnell erledigt. Es gibt allerdings ein paar Beschränkungen und das ist nur schwache Verschlüsselung, sei es für SSL Inspection oder VPN-Tunnel, eine CPU und 2 GB RAM, 3 Interfaces, 3 Policies und 3 Routen maximal und logischerweise keinen Support. Solltet ihr eine FortiGate-VM für eine Produktivumgebung brauchen, dann fragt uns gerne an, wir sind Fortinet-Partner und auch lizenziert als Fortinet-Partner. Gut, dann fangen wir mal an mit der Webseite, wo ihr euch anmelden müsst. Das ist support.fortinet.com. Einfach hier auf Register, E-Mail-Adresse rein und alles Mögliche bestätigen, angeben und dann könnt ihr euch auf youtube@kleinnetworks.de Passwort rein und dann seid ihr im Portal. So, hier sieht man schon, 0 Produkte registriert. Links Products, My Assets und dann seht ihr, ist nichts drin. Also der Account ist frisch und hier ist auch noch keine FortiGate VM als Testversion. Wenn hier eine drinstehen würde, könnt ihr keine zweite mehr registrieren. So, wie kommt man an das File zum Aufsetzen auf einem Proxmox Server? Geht es oben auf Support. Downloads, VM Images. Da mal draufklicken. Dann kommt ihr auf die Seite. Seht hier links Produkt FortiGate, Select Plattform, KVM. Das ist wichtig, kann man nämlich, gibt kein explizites für Proxmox. Ihr müsst KVM auswählen. Und dann einmal nach unten scrollen: FortiGate VM 64, KVM Version 7.4.1. Download. So, nach dem Download einmal die Datei, die ZIP-Datei entpacken und anschließend müsst ihr per SCP, geht natürlich auch ein anderes Transportprotokoll, auf euren Proxmox-Server zugreifen. Ich will nochmal klarstellen, das ist hier eine reine Lab-Umgebung, keine Produktivumgebung. Also der Proxmox ist als Lab aufgesetzt, sowie die FortiGate VM kommt auch an ein Lab-VLAN. In unserem Netzwerk. So, ich benutze jetzt für SCP WinSCP, was einfach grafisch dargestellt ist. Geht natürlich auch über die Konsole oder ähnliches. Für die Darstellung ist allerdings jetzt ganz sinnvoll, das über WinSCP zu machen. Da melde ich mich einmal auf dem Proxmox-Server an. So, und gehe einmal in folgendes Verzeichnis. VAR, dann lib, dann vz, dann template und qemu. Hier sieht man, ist schon was drin. Unsere fortios.qcow2-Datei rein. Also quasi die hier. Nach dem Hochladen per SCP melden wir uns einmal auf unserem Proxmox-Server über die Web-Oberfläche an. So, hier seht ihr schon ein paar VMs, aber wir erstellen einfach eine neue oben über Create VM, wählen dann unseren Node aus und nennen das Ganze mal YouTube Lab. Auf Next.
Hier bei OS ganz wichtig, do not use any media. Wird man jetzt ein NISO-Image für ein Windows oder so verwenden, müsste man das hier drüber machen. Aber wir verknüpfen das gleich per CLI. Deswegen einmal do not use any media. Dann next. System könnt ihr leer lassen. Bei Disks 10 GB. CPU, hier, wir erinnern uns zurück an die Fortinet Doc-Seite, eine CPU, deswegen lassen wir das bei 1. Memory 2 GB lassen wir auch so. Und bei VLAN tragen wir jetzt unser Lab-VLAN ein, was wir vorher im besten Fall angelegt haben. Bei mir ist das VLAN 50. Dann einmal auf Next. Und richtig ausgewählt, bla 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 bla. Ja, und confirm finish. So, jetzt sieht man hier links, hat sich jetzt die VM erstellt, YouTube Lab. Aber wenn man jetzt auf Starten klicken würde, passiert einfach nichts, weil wir haben ja kein Installationsimage oder ähnliches hinterlegt. Nächster Schritt, per SSH auf den Proxmox-Server connecten. Hier kann man jetzt Putty oder ähnliches verwenden. Ich mache das Ganze jetzt schnell über die CMD. So, sind wir per Konsole angemeldet, müssen wir einmal in den Ordner, wo wir die Datei hinterlegt haben. Bewegen wir uns ganz normal, weil das ja auf Linux basiert, Proxmox, über CD. Und dann var lib vz template und qmu. Enter, einmal ls, dann sehen wir die ganzen Dateien. So, und jetzt können wir einfach über qm import disk dann die ID von der Proxmox VM bei 108. Dann die Datei FortiOS und in welchen Laufwerk. Dann einmal Enter. Jetzt importiert man quasi die Datei in die VM rein. Ja, keine Fehler aufgetreten. Das war's schon. So, zurück auf der Weboberfläche. Klicken wir unsere erstellte VM an, gehen auf Hardware. Und sehen jetzt hier an Use Disk ändern wir jetzt das Device auf Vid.io und bestätigen das einmal mit Add. Gehen jetzt noch mal kurz in die Boot Order. Das ist unter Optionen Boot Order und schieben quasi das Erstellte einmal nach ganz oben, weil das ist jetzt quasi die VM. Ja, die muss ja als erste starten. Und deswegen schieben wir die nach oben. Drücken noch auf Enabled und OK. Dann gehen wir auf Konsole und starten die VM. Dann werden die FortiGate-VM-Dateien geladen. Das Ganze dauert jetzt ungefähr 1-2 Minuten. Nachdem ihr alles geladen habt, könnt ihr euch auf der VM anmelden. Standardpasswort ist immer, beziehungsweise Standard-Username ist admin, Passwort leer lassen und dann wird man gebeten, ein neues Passwort einzugeben. Ich gebe jetzt hier einfach auch admin ein, also immer die sichersten Passwörter nehmen, die es gibt. Admin, admin und jetzt ist man angemeldet. Um Zugriff auf die VM zu bekommen über die Weboberfläche, richten wir als erstes das Interface ein. Das macht man über Config System Interface. Edit? Fragezeichen. Port 1. Also immer, wenn man auf Hardware geht, immer das erste Interface. Also ist klar, das Net 0 ist Port 1. Wird man jetzt noch weitere Netzwerkinterface hinzufügen, wird es dann auf der VM Port 2, Port 3, Port 4 und so weiter.
Also edit Port 1. Mit get bekommt man eine Übersicht. Als erstes setzen wir den Mode auf static, weil er aktuell auf DHCP ist. Dann set IP, eine IP-Adresse aus dem VLAN. 2, die 1 hat nämlich der Router und die Subnetzmaske. Dann set allow access, ist bereits auf Ping, HTTPS ist HTTP und so weiter. Deswegen können wir hier einfach jetzt auf Save gehen. Dann die Route, config router static. Auf get ist nichts hinterlegt, also edit 0. Neuer Eintrag wird erstellt. Und jetzt machen wir quasi set gateway ist dann die 1, also unser Router 1. Und das Interface müssen wir noch auswählen. Set device port 1. Das ist jetzt quasi eine Default-Route zu dem Router. Das Ganze können wir einmal überprüfen mit execute ping und schauen mal, ob wir den Router erreichen. Das ist erfolgreich. So, dann die IP-Adresse einmal im Browser oben eingeben. Und wenn das kommt, ist es schon mal gut. Risiko akzeptieren und fortfahren. Und jetzt sind wir auf der Web-Oberfläche. Damit unseren Zugangsdaten, die wir per CLI angelegt haben, anmelden. In dem Fall Admin Admin. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir quasi unsere Lizenz aktivieren wollen. Wir haben eine Evaluation-Lizenz. Evaluation-Lizenz und jetzt die Zugangsdaten eingeben, die wir angelegt haben. Und OK. Kurz warten. So, dann startet die Firewall einmal neu. So, nach dem Neustart ist die VM wieder da. Ganz wichtig, um die Lizenz anzufragen, braucht ihr natürlich Internetverbindung. Ja, ihr könnt entweder alles aufmachen in der Lab-Umgebung oder halt nur die speziellen Services, IP-Adressen, die Fortinet benötigt, um die Lizenz zu aktivieren. Dann melden wir uns wieder an. Und wenn das kommt, hat alles geklappt. Beginnen. Wir wollen nichts konvertieren. Das wollen wir auch nicht machen. Okay, bestätigen. Optimal. Don't show it. Und jetzt haben wir erfolgreich die VM aufgesetzt. Jetzt könnt ihr rumprobieren. Es werden von meiner Seite oder von unserer Seite weitere Videos folgen zu Fortinet-Produkten, indem wir auch genau auf die FortiGate eingehen werden und wozu sie entweder ein Hardware-Device oder eine Test-VM benötigen. Vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und ich konnte euch weiterhelfen. In diesem Sinne, vielen Dank und ciao.